grundsätzlich die Bürger und deren Vertretung, das ist die Stadtverordnetenversammlung. Das ist eindeutig. Also zunächst erstmal müssen wir tatsächlich jetzt das Vergabeverfahren abschließen für die Blöcke 3 und 4. Und das Fachhochschulgebäude ist jetzt Gegenstand des Abbruchs, des Rückbaus, und das steht jetzt unmittelbar an. Und dann haben wir noch das Thema an der Plantage, Rechenzentrum, Garnisonkirche, Langer Stall. Das sind auch Teile, die wir jetzt in die Hand nehmen müssen. Da brauchen wir auch Lösungen. Das ist eine Architektur, die den Ort annimmt und dann eine, ich sag mal, mit einem Begriff zeitgenössisch ist für mich das, was den modernen Ansprüchen genügt. Da haben wir genug Ansprüche an Brandschutz, an Wärmedämmung, all diesen Themen, gestalterisch prägend ist für den Standort und den Menschen einfach auch dienen kann, sei es als Büro, als Versammlungsort. Und das bringt für mich dann das Wort zusammen, zeitgenössische Architektur. Über Geschmack lässt sich immer streiten, aber über Qualität nicht so sehr. Eine Sache ist ja offensichtlich geworden, dass es wirklich eine Diskussion in Potsdam gibt, die sehr zurückgewandt ist. Da werden Wunden geleckt, und ich denke, es ist sehr wichtig, dass die Stadtgesellschaft dazu kommt, das zu überwinden. Und nicht nur in der Mitte, sondern auch an anderen Orten haben wir Ungleichverteilungen oder Situationen, in denen es sich lohnt, intensiv darüber nachzudenken, wie die Stadt zusammenwachsen kann. Und das kann sie mit solchen Projekten oder sie kann es nicht.